Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Herr Lenkert, wenn man mal in Betracht zieht, dass es gerade mal 5 Höchstspannungsleitungen zwischen den neuen und den alten Bundesländern gibt, von denen eine in Bayern ist, dann kann ich mich dem Verständnis der Energiewende, das Sie gerade präsentiert haben, nicht so ganz anschließen. Aber in der Tat, wir beschließen hier heute ein Gesetz, das mit der heißen Nadel gestrickt ist. Und das liegt nicht nur daran, dass wir in der einzelnen Phase kurz vor Ende der Legislaturperiode stehen. Warum es trotzdem wichtig ist, dass wir uns mit den Netzentgelten am letzten regulären Sitzungstag heute beschäftigen, dann liegt das daran, dass bei den Netzentgelten in der Tat einiges aus dem Ruder gelaufen ist und dass kein Handeln seitens des Gesetzgebers eine fahrlässige Vernachlässigung unserer Pflichten für das gesamte Bundesgebiet wäre. Allerdings vom französischen Rechtsgelehrten Montesquieu stammt die Erkenntnis, wo es nicht zwingend notwendig ist, ein Gesetz zu machen, ist es erforderlich, kein Gesetz zu machen. Das hätte uns hier nicht weitergeholfen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wenngleich aus der Perspektive der Industrien einiger Bundesländer und auch vieler kommunaler Unternehmen kein Gesetz, weniger Erlösverlust und damit weniger finanzielle Einbuße bedeutet hätte. Wir haben uns aber im Koalitionsvertrag gemeinsam dazu bekannt, ich zitiere, die Koalition wird das System der Netzentgelte auf eine faire Lastenverteilung bei der Finanzierung der Netzinfrastruktur überprüfen. Meine Damen und Herren, überprüfen. Der Preis der Energiewende erschließt sich nur durch einen intensiven Blick auf Ihre Stromabrechnung. 55% der Umlagen, Abgaben und Steuern sind da verzeichnet. Und die staatlich geregelten Netzentgelte im System der Anreizregulierung kommen noch dazu. Die Netzentgelte machen einen durchschnittlichen Anteil an der Stromrechnung von bis zu 25% aus. Für uns Verbraucher ist das schon ein ordentliches Stück, aber gerade für die energieintensiven Unternehmen ist das eine ordentliche Belastung. Werfen wir einen Blick der Vollständigkeit wegen mal auf die regionalen Unterschiede, die Sie auch alle gerade angesprochen haben bei den Netzentgelten. Derzeit betragen Netzentgelte im Westen Deutschlands 63 Euro pro transportierter Kilowattstunde. Im Nordosten Deutschlands sind es bis zum Doppelten 122 Euro. Die Gründe dafür sind sehr verschieden. Das hängt zum einen mit der geringen Bevölkerungs- und Industriedichte in diesen Regionen zusammen. Ins Gewicht fällt zum anderen aber auch der in Nord- und Ostdeutschland überproportional starke Ausbau der erneuerbaren Energien. Speziell in Ostdeutschland ist auch die Investitionshistorie eine andere. Und vielfach sind Investitionen in die Netze nach der Wende zeitlich geschoben worden, wofür es technische, politische und eine ganze Anzahl anderer Gründe, guter Gründe geben mag. Fakt ist, und da bin ich wieder bei den 5 Hochspannungsleitungen, Höchstspannungsleitungen, Herr Lenkert, es gibt nur 5. Vielleicht wären wir bei der Energiewende schon einen Schritt weiter, wenn wir etwas eher angefangen hätten, uns damit zu beschäftigen. Das alles führt jetzt zu Handlungsbedarf, meine Damen und Herren, bei den Netznutzungsentgelten. Aber ich sage Ihnen, ein kräftiger Ruck am Tischtuch, um die Entgelte bundesweit zu glätten, wird der Sachentscheidung auch nicht gerecht. Denn bei einem solchen Ruck fallen eine ganze Menge Dinge vom Tisch. Deshalb ist eher vorsichtiges Ziehen mit Augenmaß geboten. Von einer grundsätzlich unfairen Lastenverteilung, ob jetzt zwischen Nord und Süd, Ost und West, kann man nach meiner Auffassung eh nicht sprechen. Dazu lohnt auch ein Blick auf die EEG-Umlage, denn dort gibt es ebenso Bevorteile wie benachteiligte Regionen. So zahlt zum Beispiel Nordrhein-Westfalen 2014 mit Verbrauchern und Unternehmen 3,1 Milliarden Euro in die EEG-Umlage. Zum Vergleich: 675 Millionen Euro EEG-Umlage fließen netto nach Schleswig-Holstein in dem Zeitraum. Unterschiedliche Netzausbaukosten können insoweit zumindest teilweise gegenläufig und damit kostenglättend wirken. Es kommt auf einen Gesamtblick auf diese Belastungen an. Während wir aber bei der EEG-Umlage eine besondere Ausgleichsregelung, Schutzmechanismus für energieintensive Unternehmen haben,
fehlt dieser Mechanismus bei den Netzentgelten. Meine Damen und Herren, darin liegt das Problem. Und ich sage das noch mal an dem Stahlwerk in Salzgitter und an dem Stahlwerk in Duisburg. Bei dem einen ist eben bei den Netzentgelten ein geringerer Betrag zu zahlen. Bei der EEG-Umlage stehen beide als energieintensive Unternehmen gleich. Meine Damen und Herren, im Koalitionsvertrag steht als Überschrift nicht nur der Satz, die Energiewende zu einem Erfolg führen. Es steht da auch der Satz, Deutschlands Wirtschaft stärken. Auch daran müssen wir denken. Und deshalb darf ein Arbeitsplatz im Osten, im Norden nicht unsicherer sein, weil dort der Strom teurer ist. Und als Nordrhein-Westfale kann ich durchaus verstehen, dass es ein Interesse daran gibt. Aber im Westen des Landes sagen wir, die Beseitigung der Wettbewerbsnachteile in anderen Regionen darf nicht dazu führen, dass sie in wiederum anderen Regionen erwachsen. Das gehört auch dazu. Deshalb sind wir mit den Maßnahmen, auf die wir uns dann verständigt haben, nicht glücklich, aber zufrieden. Wir gleichen jetzt in einem Zeitraum von fünf Jahren die Netzentgelte schrittweise an, sodass 2023 ein einheitliches Niveau erreicht wird. Wir verschieben die Offshore-Anbindungskosten in die Haftungsumlage. 1,3 Milliarden Euro werden zukünftig über eine gesonderte Umlage gewälzt. Die energieintensive Industrie wird entlastet. Das ist ein gutes Ergebnis. Und letztendlich gibt es eine Auffangregelung, wenn wir mit dieser ganzen Nummer beihilferechtlich Schiffbruch erleiden. Denn das steht in Brüssel noch zur Debatte. Wir haben einen Kompromiss gefunden. Wir werden aber trotzdem in den nächsten Jahren, und das hat der Kollege Saathoff richtig eingekreist, uns generell über die Netzentgeltsystematik, über die Systematik der Steuern, Abgaben und Umlagen im Rahmen der Energiewende Gedanken machen müssen. Lassen Sie mich noch einen Satz zu den vermiedenen Netzentgelten sagen. Es ist in der Tat ein Feinschmecker-Thema und jedem, dem man versucht, das in drei Minuten an der Straßenecke zu erklären, der steigt schon nach einer Minute aus. Aber ich glaube, wichtig für unsere kommunalen Unternehmen und die Investitionen, die sie deutschlandweit in KWK-Anlagen gemacht haben, ist schützenswert. Und deshalb, dass wir als Basisjahr das Jahr 2016 genommen haben, das lässt die Erlösverluste an der Stelle weniger ausfallen. Ich glaube, der Unterschied wird gegenüber dem Jahr 2015 ungefähr bei 25% liegen, so nach einem ersten Blick auf das, was die kommunalen Anlagenbetreiber da zurückmelden. Das ist ein ausgesprochen gutes Ergebnis, und das können wir auch unseren kommunalen Mandatsträgern an dieser Stelle weiterreichen. Das ist ein Erfolg, auch auf Vorschlag vor allen Dingen von Seiten der Union. Ich bin zufrieden, dass wir uns darauf zusammen verständigt haben. Ich fasse die anderen Punkte noch mal kurz zusammen. Wir werden uns künftig noch mal über das Einspeisemanagement unterhalten müssen, über die Verringerung der Redispatch-Maßnahmen, über das wettbewerbliche Marktdesign. Wir müssen die Energieforschung voranbringen, und vor allen Dingen müssen wir bei einem intelligenten Verkoppeln von Großabnehmern und Einspeisern von erneuerbarer Energie mehr auf Effizienz und Kostensenkung setzen. Ich glaube, das ist einer der Punkte, die wir beachten müssen. Meine Damen und Herren, so viel von den Netzentgelten für heute. Ich bedanke mich auch bei den Kollegen der SPD für die gute Zusammenarbeit in dieser Legislaturperiode und bei den Kollegen der Union für die Unterstützung. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Haider. Als Nächster hat das Wort der Kollege Oliver Krischer für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.